600 Gramm Rinderfilet, Klammer auf Mittelstück, Klammer zu, Meersalz, 6 Esslöffel Olivenöl, Pfeffer aus der Mühle, 2 Knoblauchzehen, 20 Gramm Ingwer, 1 rote Chilischote, 2 Esslöffel Limettensaft, 4 Esslöffel Mirin, Klammer auf Japan. Reiswein, Siertipp, Klammer zu, 2 Esslöffel Sojasauce, 1 Bund Frühlingszwiebeln, 4 kleine Pakchoi, 1 Handvoll Koriander, den Backofen, auf 160 vorheizen. Das Rinderfilet trocken tupfen und leicht salzen. In einer ofenfesten Pfanne 2 Esslöffel Olivenöl erhitzen und das Fleisch darin rundum anbraten. Mit Pfeffer würzen und im Backofen auf der mittleren Schiene 15 bis 20 Minuten weitergaren. 2. Den Knoblauch und den Ingwer schälen und in feine Würfel schneiden. Die Chilischote waschen und längs halbieren, nach Belieben entkernen und fein schneiden. Knoblauch, Ingwer und Chili mit Limettensaft, Mirin, Sojasauce und 2 Esslöffel Olivenöl zu einer Marinade verrühren. 3. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Den Pak Choi putzen, waschen und längs vierteln. Im Wok oder in einer großen Pfanne das restliche Olivenöl erhitzen und den Pak Choi darin einige Minuten braten. Die Hälfte der Frühlingszwiebeln und 2 bis 3 Esslöffel von der Marinade hinzufügen und alles gut mischen. 4. Das Fleisch aus dem Ofen nehmen und etwa 5 Minuten ruhen lassen. Den Fleischsaft zum Pak Choi geben. Den Koriander waschen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und nach Belieben grob schneiden. Das Fleisch in sehr dünne Scheiben schneiden, auf Teller verteilen und die Marinade darüber geben. Mit den restlichen Frühlingszwiebeln und dem Koriander bestreuen und mit dem Pak Choi anrichten.